Leute, es ist wieder soweit. Es ist Festivalsommer, die Zeit für gute Musik, gute Laune, gute Stimmung und vor allem für ganz viel Liebe. Wenn den ein oder anderen die Frühlingsgefühle überkommen, dann kann er schon mal durcheinander kommen. Und deswegen will ich heute von euch wissen, was kann man denn auf dem Festival sagen, aber auch im Bett. Viel Spaß dabei, ab geht's. Wer seid ihr? Luise. Jakob. Peter. Was kann man im Bett und auf dem Festival sagen? Kann ich dir das auf den Arsch klatschen? Ich bin fick und fertig. Ist in Ordnung, wenn ich dich vollspritze. Zugabe. Ja, Zugabe. Oh mein Gott, das Mama. Ganz schön dreckig hier. Ich kann nicht mehr. Schön dirty. Oh, bist du nass. Man glaubt es zwar nicht, aber der wird noch ganz groß. Und im Bett. Schluck. So stehe ich da jetzt neben und hab das Mikrofon. Bitte lauter, bitte lauter. Harry Kane! Gut, dass du mitmachst. Harry Kane! Ich mag's dreckig. Dafür haben wir dich reingeholt, Greta. Tritt mir ins Gesicht. Wenn einer duschen gehen will, ich komm gleich. Da muss doch jetzt irgendwas kommen. Kann man immer sagen. Immer sagen. Ich bin Juri Peters. Du bist der Profikoch hier? Ich bin der Profikoch, ja. Also diese kleine Knutschkugel da haben wir vor 4 Jahren oder so gekauft. Die liefert einfach ab seit Tag 1. Ravioli, alles kann man damit warm machen. Man kann natürlich auch ganz normal grillen. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Geiles Ding. Und jetzt machen wir erstmal Ravioli damit. Gemüse-Ravioli. Kannst du mal kurz zeigen, wie das aussieht? Ja, genau. Also es ist heiß, deswegen muss ich es hier so aufheben. So. Ja, also beim Sternekoch gelernt, definitiv, ne? Ganz klar, ganz klar. Tatsächlich das, weil ich ihn bis jetzt noch nicht anbekommen habe, den Grill. Aber heute ist der Tag. Eine Frage noch, so Dinge, die man beim Kochen und im Bett sagen kann. So süß und das muss heiß sein. Hurricane! So, moin erstmal, wer seid ihr? Moin, ich bin Marlene. Ich bin Andrea. Andrea, du hast einen geilen Hut. Geil, ich weiß. Was ist das Beste, was ihr bisher auf dem Hurricane erlebt habt? Eigentlich unser Hund Harry. Ja. Harry Kane. Henning, also mein Mitbewohner aus meinem Zelt, hat sich die Haare passiert. Wir haben das rote Pferd für unsere beiden Bandanas getan, damit wir Rabatt bekommen. Könnt ihr das mal vormachen? Und nein. Mein Name ist Sailor Mars. Ich bin Sailor Moon. Jupiter oder so, ich weiß nicht mehr. Und ich bin Sailor Merkur. Was ist das Geilste, was ihr bisher hier erlebt habt? Das Bild in der Tagesschau, der deutschen Tagesschau. Was ist das Geilste, was ihr auf American erlebt habt? Ja, schon wieder, dass ich hier die Jungs kennengelernt habe. Die liebe ich jetzt. Schaumcatchen mit meinem lieben Freund Robert. Nackt, natürlich, nackt. Der nackte Typ gestern. Letzte Nacht, ich gehe ins Zelt, ich lerne ihn kennen. Wir tanzen 5 Stunden lang ohne Unterbrechung. Wir haben gesoffen und getanzt. Auf einmal ist es morgens, wir legen uns auf den Rasen und wir schlafen einfach. Das war bisher echt das Geilste. Ich schwör's dir. Mein Chef war heute mit Materia angeln. Geil. Wir wurden auch zum Bier trinken mit Materia eingeladen. Aber wir sind jetzt leider hier und es dauert zu lange, dahin zu fahren. Ja. Hurricane! Wir haben Marvin kennengelernt. Marvin hat bronzefarbene Nippel, kann man anfassen, ist zu empfehlen. Und ansonsten haben wir auch Hannes kennengelernt. Hannes ist auch ein zukünftiger Bräutigam und Hannes hat eine Nudel dabei. Und wenn ihr diese Nudel seht, empfehle ich euch, am Kopf einmal so ein bisschen zu machen. Da gibt es entsprechende Geräusche. Und die Mädchendusche war auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Wollte ich auch gerade sagen. Weil wir waren da und dann auf einmal haben die Jungs angefangen zu singen. Die komplette Jungsdusche hat angefangen einstimmig zu singen. Es war so laut. Das war einfach mal Duschen mit Gänsehaut-Feeling. Absolut. Hi, ich bin die Carla. Ich war letzte Woche in Luxemburg auf dem Ärztekonzert und da habe ich ein Spaßschild gemacht, wo drauf stand, Bela tätowier mir den Arschgeweih. Und ich will ja jetzt nicht sagen, ne, aber... Sieht man's? Ja, man sieht's. Hurricane! 2023! Wow! Ich bin Thomas. Hattet ihr eine gute Anreise? Das war sehr stressig, weil die Autobahn war so voll. Also die Autobahn war voller als wir. Das steht denn jetzt alleine?